liebe Akademie-Mitglieder, die Frage heute: Soll ich die Linie auf dem Ball machen oder nicht? Ja, also tatsächlich früher gemacht und jetzt nicht mehr. Warum? Ich war eine ganze Weile davon überzeugt, dass man viel besser auf die Startlinie des Balls putten kann mit der Linie auf dem Ball. Und das bleibt auch. Allerdings, mein Putten hat sich verändert. Durch die Nutzung der Linie wurde ich so gut in den kurzen Putts, also das Starten auf der Linie, ich nenne es Richtungskontrolle, dass ich das gar nicht mehr gebraucht habe. Und in bestimmten Situationen hat es auch ein bisschen genervt, weil war ein bisschen bergab oder ein bisschen schwierig, wo man ein bisschen mehr Touch brauchte, und dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Und deswegen heute markiere ich meinen Ball doch nicht mit der Linie, so, sondern einfach so, und ich gucke meinen Putt an, lese mir die Linie, gehe an den Ball ran, nachdem ich mir die Linie ganz konkret klar gemacht habe, und putte intuitiv nach der Kurve, die ich sehe. Hier war meine Kurve. Putte nach der Linie, das klingt alles ein bisschen sehr unbestimmt und ein bisschen wenig genau. Und ist es ja auch. Aber durch die Nutzung von Linie auf dem Ball und auch natürlich eine Linie auf dem Putter habe ich eine ganze Weile damit trainiert und mir sehr viel Sicherheit gekriegt. Und ab und zu mal merke ich, oh Mensch, das wäre ja ganz gut, wenn die Linie da wäre, weil diese geradeaus Bergauf-Putt könnte ich besser lochen. Und jetzt könnte ich das vielleicht nicht so ganz genau ohne Linie. Also, was ist der Tipp? Der Tipp ist, ja, die Linie nutzen, wenn man das Gefühl hat, das hilft mir, den Ball auf die korrekte Linie zu starten. Nicht aber an langen Putts und auch nicht an Putts, wo sehr viel Break ist oder vielleicht Break gekoppelt mit bergab. Das würde ich auch nicht machen. Sie müssen gucken, warum brauche ich die Linie? Ist das für mich wirklich eine Hilfe? Lenkt es mich ab eher oder hilft es mir, den Ball gerade zu starten? Probieren Sie selber aus und dann werden Sie daraus schlau.